Ciao a tutti, questo è già il terzo tentativo di Soda imparare l'italiano in 30 giorni. Wenn ihr es nicht verstanden habt, dann geht es genauso wie mir, weil ich am Anfang von meinem Selbstversuch kein Wort Italienisch können. Darum habe ich eben meinen Soda-Versuch gestartet und in 30 Tagen probiert, eine neue Sprache zu lernen. Wie das rausgekommen ist, schauen wir uns jetzt an. Zum neuen Sprachlernen gibt es x Möglichkeiten. Über eine Sprachlern-App, Bücher, Online-Kurse, Sprachschulen, Film, Podcasts oder Fernsehserien. Folgende Ziele setze ich mir für diesen Selbstversuch. Grundkenntnis verstehen, einen Italienisch-Test bestehen und mit einer italienisch sprechenden Person am Schluss können reden. Wie erfolgreich dass ich mit meinem Italienisch am Schluss bin, wird sich noch zeigen. Vorab habe ich mich mit Liana Constantinidou in Vinti getroffen. Und sie sagt uns, dass es für mich als Erwachsene nicht besonders einfach wird, sie eine neue Sprache zu lernen. Es ist auf jeden Fall ein sehr ambitioniertes Ziel. Was sicher hilft und vor allem im Anfängerstadium ist, dass man nicht einzelne Wörter nur lernt, sondern Wörter im Kontext. Man nennt das so lexikalische Einheiten. Da beim Lernen beschäftigt man sich nicht so viel mit der Grammatik oder mit dem Satzbau, sondern wir erkennen, wann gewisse Einheiten benutzt werden. Zum Beispiel guten Morgen oder wie geht es dir? Das wäre so eine lexikalische Einheit. Und jetzt geht's los. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag mindestens eine Stunde ins Italienisch zu investieren, besser noch ein bisschen mehr. Dafür habe ich zuerst bei euch noch gefragt. Und da sind wir schon beim Punkt. Ich brauche nämlich eure Tipps jetzt. Wie lernt man am besten eine neue Sprache? Geben wir mal ein paar Inputs. Und da dabei sind auch wirklich viele Reaktionen gekommen. Zum schneller Italienisch lernen habe ich mir ein Lernbuch gekauft, das einem in 30 Tagen möglichst viel Sprachkenntnis will ich drucken. Ich benutze zudem die Gratis-App Duolingo, wo ich immer mal wieder ein paar Lektionen mache und höre den Podcast Coffee Break Italian. Wirklich nice. Dazu habe ich mir noch ein Rätselbuch gekauft, wo ich täglich mindestens ein Rätsel probiere zu lösen. Einfach mache ich es mir mit all diesen Sachen sicher nicht, aber das ist auch nicht das Ziel von dem Versuch. Nach täglichen Übungssessions mit dem Lernbuch und immer mal wieder einem italienischen Input, wie es mir die Frau Constantinidou vorgeschlagen hat, zum Beispiel eine italienische Talentshow, da habe ich mich dann immer mehr am ersten Zwischentest vom Lernbuch genähert. Lavora. So, Tag 6 ist heute. Mit all meinen Kärtchen bin ich jetzt unterwegs und muss noch etwas lernen, weil heute haben wir einen kleinen Zwischentest, der ansteht. Und ich hoffe, ich tue relativ gut abschneiden. Eine Frau wird 4 Fragen zur Person gestellt. Welche Antwort ist richtig? Come si chiama? Chiamo Maria Licon. Dove è Stefano? Stefano è a casa con Livia. 12. 0. 13. Ich bin fertig und von total 51 Punkten habe ich 46 erreicht. Was viel heisst wie? Molto bene. Nach dem ersten Zwischentest ist es wieder das Lernen von verschiedenen Übungen gegangen. Als Wörtchen lernen, Podcast hören, Film schauen und jeden Tag wieder eine neue Aufgabe im Lernbuch. Tag 8, heute kommt wohl das Wichtigste: Essen und Trinken. Ich bin schon Tag 10. Es ist so crazy und es geht so schnell durch. Und ich muss sagen, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, weil gestern hatte ich ein riesen Loch. Ich war so schlecht und habe wirklich keine Motivation mehr gehabt. Tag Nummer 12 und heute geht es darum, dass ich lerne, von vergangenen Erlebnissen zu berichten. Tag Nummer 14 heute. Ich musste viele Wörter wieder lernen, weil es geht jetzt auch die zweite Zwischenprüfung quasi in meinem Lernbuch rein. Linda e Martin sono saliti. Io ho mangiato. Das ist schwierig. Ich bin schon wieder erst aufgegangen, struggle, wie ich weiß. Was stimmt mit der Lerntheorie? L'anno scorso. L'anno heisst wahrscheinlich so das Jahr und scorso. Weißt du, Ombrellone? Irgendetwas habe ich gemacht und ich hoffe, dass es richtig ist. Setzen Sie das richtige Partizip ein und achten Sie auf die Endung. Ich habe meine 7 Fragen fertig und das Resultat ist molto bene. Also ist sehr gut abgeschnitten, wenn ich ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Molto bene im Zwischentest 1 und 2. Eigentlich super, oder? Aber glaube mir, ab dann ist es so schwer geworden, wie ich niemals hätte gedacht. Nicht nur vom Fortschritt, sondern auch von der Motivation. Was kann ich machen, wenn ich einfach nicht mehr motiviert bin?
Zum Glück hat man auch auf diese Frage die Frau Konstantinidou von der ZHAW eine Antwort gegeben. Einfach dranbleiben, eventuell auch andere Sachen ausprobieren und die Motivation immer wieder nicht verlieren. Die Fehler sind nicht schlimm, man lernt eben von diesen Fehlern. Es ist wichtig, dass wir nicht diese Hemmung spüren, dass wir uns das trauen zu sprechen, auch wenn wir die Sprache nicht perfekt beherrschen. Ich glaube, ich habe schon länger nicht mehr gemolden. Es ist schwierig zum Vorwärts zu kommen, wenn man nicht so Fortschritt merkt. Aber es geht weiter. Titta Bussardi, buongiorno. Domani pomeriggio, se vuole, le posso passare un altro collaboratore. Der Zwischentest Nummer 3 ist immer näher gekommen und darum habe ich mich nochmals reingelegt und probiert, voller Motivation die nächsten Tage anzugehen. Ein bisschen Rätsel zu lösen und Fernsehserien zu schauen in Italienisch. Und als kleinen Austausch habe ich auch noch mit einer italienischen Kollegin einen Videocall geführt. Ciao Vanessa! Oui, ciao Severin, come stai? Che bello vederti. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sto benissimo. E tu? Ah, diciamo bene, tutto a posto. Meno male c'è bel tempo fuori così. Ja, und mehr von dem Call lasse ich es lieber weg, weil viel Gescheites ist dann doch nicht mehr rausgekommen von mir. Ich bin richtig schlecht. Grazie mille. Grazie a te. Ci sentiamo. Tag 21 und ihr glaubt es mir wahrscheinlich kaum, aber da sind all die Karteikörtchen, die ich bis jetzt schon geschrieben habe. Es geht noch weiter, weil eine Woche habe ich noch vor mir und heute einen kleinen Zwischentest. Ich glaube, ich bin noch nie so schlecht vorbereitet wie auf den. Ersetzen Sie das unterstrichene Akkusativobjekt durch ein Pronomen, ergänzen Sie die Partizipendung. Jetzt kann ich sagen, ich habe keine Ahnung. Es hat so zwei, drei Übungen gegeben, die ich übersprungen habe, weil es mich so genervt hat, dass ich nicht rausgekommen bin. Und weil ich gefunden habe, da brauche ich eh nicht. Jetzt haben wir das erlaubt. Verbinden Sie mit Hilfe des Plans die richtigen Satzteile. Oh mein Gott. Ich weiß. Und dann war der Akku leer von der Kamera. Zum Glück. Weil das Mal habe ich wirklich schlecht abgeschlossen. Das Buch sagt zwar immer noch mal gut, aber seien wir ehrlich, es lügt. Weil wie gut ich meine 30 Tage Italienisch absolviert habe, das hat dann auch der Schlusstest gezeigt. Da weiss ich jetzt mal wirklich nicht, was da für ein Gesicht ist. Allenfalls ist es da, was ich da geschrieben habe, dass er irgendwie das berühmte Buch La Divina Commedia geschrieben hat. Gut, der wird so aussehen wie ein Schriftsteller. Ich habe alles gegeben in der letzten Aufgabe und mein ganzes Wissen probiert abzurufen in der Grammatik, wie man etwas schreibt oder auch im Hörverständnis. Io ero ancora in ufficio e lavoravo. E lei, signora Cavallini? Senta. No, non lo so. Jetzt wird zusammengezählt. So, 76 Punkte brauche ich. 58 Punkte brauche ich mindestens, damit ich molto bene bin. Ich glaube, ich habe es nicht. 4 plus 4. Plus 4, plus 6, plus 2, plus 3. Plus 6, plus 5. Plus 5, gibt. Ich kann nachrechnen. 53! Weg 5 Punkte! Allora, meine 30 Tage Italienisch kann ich so abschliessen. Mit bene. Aber es ist definitiv nicht so gut, wenn ich es mir vorgenommen habe. Weil ich denke, Sevi, da reissest du. Ma comunque. Und mein Fazit nach 30 Tagen Italienisch lernen ist wie folgt. Grundkenntnisse, die habe ich definitiv jetzt auf Lager. Ich kann sehr viel Text verstehen, wenn ich es lese. Ich kann viel verstehen, wenn ich etwas höre oder schaue. Viel einfacher als vor 30 Tagen noch. Und auch wenn jemand mit mir redet, sofern es langsam ist, verstehe ich sicher schon die Hälfte. Ihr merkt, ich verstehe alles, aber antworten kann ich noch nicht so gut. Grazie mille und a presto. Like, kommentieren, folge uns und bis bald. Arrivederci.